Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone mit dem Düe Detlef und ihr seid wieder mit dabei. Und diese Woche wieder mit einem kleinen Kartenchaos. Für euren ersten Sieg der Woche winkt eine Kartenpackung. Das sieht gut aus. Die gute alte Zeit. Wer erinnert sich noch, wie es früher war? Wir hatten doch nichts. In diesem Deck dürft ihr nur Basis- und Klassikkarten verwenden. Keine von diesen extravaganten, epischen und legendären Karten. Okay, müssen wir uns ein Deck zusammenstellen? Das wird interessant, würde ich sagen. Ja, das ist immer nicht so spannend, das zusammenzustellen, aber wichtig ist es auf jeden Fall. Irgendwas vergessen, was noch gut wäre? Die können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Wir nehmen auch noch einmal Spiegelbilder mit. So. Eins, da sind wir damit vollständig. Probieren wir mal so, würde ich sagen. Basiskarten sind natürlich, wie ihr seht, ganz schön eingeschränkt, wenn man diese nutzen muss. Ist für viele Leute natürlich, die wenig legendäre oder sehr, sehr gute Karten haben, die halt nicht benutzt werden können. Die können das halt sehr gut spielen, das Ganze. Für mich ist das jetzt eher spannend, gegen was ich spiele. Jetzt kommt es eher darauf an, was nimmt man für eine Heldenklasse. Ich glaube, das ist so entscheidend, was rauskommt hinten. Na, finden wir keinen Gegner heute? Will heute vielleicht keiner? Ah, okay. Da waren Gegner. Jetzt bin ich mal gespannt, was es für eine Klasse werden wird. Es wird ein Krieger. Es war mir eigentlich klar. Ich wollte erst eigentlich den mitnehmen, den Diener, der die gegnerische Waffe zerstört. Weil ich mir schon gedacht habe, dass es der gute alte Krieger werden wird. Weil der mit Basiskarten immer noch am besten spielbar ist. Das Licht beschützt dich. Einsatzbereit. Das habe ich mir gedacht. Ach ja. Ich frage mich, ob
Oder auch nicht. Ich kämpfe. Na komm, Gegner, Mann. Das ist doch auch wieder so eine Sache hier. Spielt nicht das, was er spielen könnte. Ich weiß nicht, warum er es nicht macht, aber er macht es nicht. Ich denke mal, es wäre eine Waffe und er will 3 Schaden gerne machen. Und nicht nur ein Poplin-Schaden. Mhm. Mächtig, mächtig. Ich kämpfe. Kann natürlich auch nur sein, dass er hohe Karten auf der Hand hat, ne? Das wäre natürlich frech. Das wäre natürlich frech. Mhm. Die Idee war nicht schlecht. Hat der Morlock-Deck sich zusammengestellt, oder was? Oh, jetzt kommt der mit der Waffe. Wie ich es hasse. Knappe, mir zur Seite. Das war's. Bereit, mein Herr. Einsatzbereit. Einsatzbereit. Das war vielleicht nicht ganz so schlau. Oh, jetzt kann er den gar nicht angreifen, die arme Sau. Na komm, mein Kleiner. Na komm, mach was. Ich hab mir gedacht, dass er sowas macht. Shit. Geht er auf Full Damage? Nicht ehrlich. Geht wirklich auf Full Damage? Verstehe ich nicht. Sonnenbrunnen, Leute. Darauf bestehen. Kennt ihr mein? Ob das so schlau ist, glaube ich nicht. Weil jetzt habe ich hier 10, 13, 14, 20, 23 Punkte liegen. Plus den noch. Ah, okay, er macht Rüstung. Ich wollte gerade sagen. Wird jetzt aber spannend. Erzittert vor der Macht Sturmwind. Sind ihr mein? Auf in die Schlacht! Bin ich darauf bestätigt? Tja, das war's wohl, war mein Freund der Sonne. Was auch immer du dir dabei gedacht hast, aber. Hat jemand den Arzt gerufen? Brrr.
Tja, was soll ich jetzt sagen, ne? Es war für euch jetzt auch nicht wahnsinnig spannend, also, es sind halt Basiskarten und der Gegner hat das ziemlich schlecht gespielt, muss ich sagen. Das ist natürlich die Frage, ob der nicht anders... Oh, guck mal. Komm, wir machen das nochmal. Komm, ich gebe euch noch eine Runde, weil das doch ziemlich langweilig war. Weil ich auch noch eine Quest habe. Ich möchte die gerne erledigen, Quest. Wir ziehen die Folge einfach mal noch ein Stück länger. Und hoffen, dass der Gegner jetzt einfach deutlich spannender werden wird. Der eben, der hat sich eigentlich an seinem Schicksal... hat er sich nicht wirklich dran interessiert. Fand ich persönlich, also... Das waren jetzt keine wahnsinnigen Kriegerkarten. Die waren auch nicht mal annähernd bedrohlich, ne? Jaina gegen Jaina. Ah, das könnte interessant werden, glaube ich. Mage gegen Mage. Das wird, glaube ich, interessant. Das sind nicht die Anfangskarten, die ich haben will. Das auch nicht. Die sind auch scheiße. Ich habe so viele 1er und 2er mit, ja, und ich krieg den Rotz. Wo ich vorher schon 4 andere hatte, die Rotzer waren. Also wie viel Pech muss man haben, dass man zweimal hintereinander 4 Karten kriegt, die man nicht haben will zum Anfang. Das ist doch scheiße. Na, mal gucken, was er macht. Ob er den jetzt vernichtet oder. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Nee, scheint nicht so zu sein. Hätte ich aber an seiner Stelle gemacht. Also irgendwie so richtig toll sind die Karten nicht, ey. Der hat hier die bessere Kombo gerade liegen als ich hier. Kann ich Bedarf würfeln? Wir haben viele Geheimnisse. Ja, also sieht schon wieder anders aus, ne? Jetzt muss man ehrlich sagen, er hat natürlich auch die Zauber, die wehtun. Und er hatte gute Karten eigentlich zum Ausspielen zum Anfang gleich. Das war für mich jetzt in dem Fall ein bisschen deprimierend. Das Gute ist wahrscheinlich, dass ich den Mana-Bomb gleich tot bekomme. Ich krieg den Mana-Bomb nicht tot, okay. Interessant. Oh.
die hier erhält 1-1 für jeden anderen befreundeten Diener auf dem Schlachtfeld. Viele Geheimnisse. Wir haben viele Geheimnisse. Ich glaube, ich bin ganz guter. Gut gespielt. Das hat er natürlich ausgezeichnet gemacht. Eure Magie wird euch nicht retten. Eure Magie wird euch nicht retten. Theoretisch wäre ich jetzt schon tot, ne? Er weiß das auch, dass ich theoretisch jetzt tot wäre. Er könnte jetzt angreifen, würde sehen, oh nee, er ist doch noch nicht tot, er hat noch 8 Rüstung. Aber es sieht nicht gut für mich aus, wenn er jetzt noch ihren Helden herbeizaubert, dann... Ah, okay, er verwandelt sogar. Tja, das haben wir wohl verloren. Das war aber nicht so schlimm. Es ging mir ja um was anderes. Ich wollte ja meine Aufgaben noch erfüllen. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Mal gucken, vielleicht spielt er auch noch ein bisschen was aus. Er liegt ja deutlich vorne. Vielleicht hat er ja auch noch eine Quest, die er ausspielen will. Mal gucken. Nee, er macht direkt kurzen Prozess. Okay. Ja, da hatten wir eher weniger Chancen. Er hatte die richtigen Karten bekommen und ich leider nicht die richtigen. Wie gesagt, zweimal halt die Vierer und so in der Kombo hat das natürlich nicht viel gebracht. Ja, aber danke, dass ihr dabei wart. Wir packen natürlich noch die Packung aus von vorhin, die wir gewonnen haben. Können wir auch direkt zwei machen. Mana-Wurm wieder dabei. Zieht Karten, bis ihr so viele auf der Hand habt wie euer Gegner. Die hatte ich auch, glaube ich, schon. So, und gleich noch eine Packung hinterher. Ah, Explosionsschuss beim Jäger. Ja, das war wieder ein Kartenchaos. Ich fand das persönlich nicht so schön. Wie gesagt, ich mag das lieber, wenn das vorgegeben ist. So konnte man sich darauf einstellen. Erste Runde haben wir Easygoing gewonnen gegen Krieger. Zweite Runde gegen Mage. Keine guten Karten bekommen. Und bei Basis ist es tatsächlich so, beide haben ungefähr die gleichen Karten. Und wer das bessere Glück hat, die Karten zu ziehen, der hat im Endeffekt gewonnen. Und so war es dann leider auch. Aber ist nicht schlimm. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und wir hören uns einfach beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.